Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in unserem Parkbauprojekt Mountains of Tacanio. Beim letzten Mal haben wir eine Elasmosaurus-Bucht gebaut und unsere drei neuen Bewohner haben auch wieder tolle Namen von euch bekommen. Und genau an dieser Stelle geht's jetzt auch weiter. Und jetzt geht's als nächstes hier rechts an diese freie Fläche. Habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Die ist relativ groß. Ich bin mal gespannt, was wir da alles noch hinbekommen. Ich habe aber auch ein bisschen was dafür geplant. Also mal schauen, ob wir das alles so umsetzen können, wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle. Aber erstmal muss ich natürlich jetzt das Ganze ein bisschen von Bäumen befreien. Hier in dieser Ecke soll noch ein Gehege wieder hin. Also hier in diesem Bereich. Und hier hatte ich halt noch so ein paar Gebäude geplant für die Besucher, weil davon haben wir leider auch noch nicht so viele untergebracht im Park. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie in den Übergang hier. Dann hier der Weg entlang. Oh, hier ist das ja schon relativ gut gelöst. Aber das ganze Überglätten und sowas muss ich sowieso am Ende machen. Weil es wird sich nochmal alles verformen, wenn ich dann gleich die ganzen Gebäude und sowas platziere. Aber ich denke mal, ich mache das Gehege hier dann hin. Und zwar auf so ein bisschen niedrigeren Niveau. Dass die Besucher sozusagen auf das Gehege ein wenig herabschauen. Was immer ganz schön finde. Haben die einfach bessere Übersicht, die Besucher. Ich habe auch wieder eine neue Mod installiert mit neuen Deko-Elementen. Werde ich euch in diesem Video dann auch so ein bisschen zeigen. Die ist auch richtig cool. Da kommen ja aktuell auch einige raus. So neue Deko-Sachen und Gestaltungsobjekte und so kann man eh nie genug haben. Vor allem ist es halt cool, dass die mittlerweile auch rauskommen, ohne irgendwie andere Deko-Elemente zu überschreiben. Die kann man halt einfach hinzufügen zum Spiel. Das ist genau wie bei Planet Zoo, da kommen mittlerweile auch neue Deko-Sachen raus. Richtig nice. Ich weiß nicht, ob das nicht schon zu niedrig ist. Ich glaube, ich gehe noch einen Ticken höher hier. Aber es soll halt auch so aussehen, als wenn diese Klippe hier links steil genug ist und nie tief genug ist, dass da keine Saurier dann hochkommen. Weil ich möchte versuchen, möglichst wieder auf Zäune und sowas zu verzichten. Die Hälfte vom Gehege dann so auf der Höhe und die andere ein bisschen höher. Und dann kann man ja so eine Rampe bauen, dass es da hochgeht. Und ich hätte gerne auch im Hintergrund wieder dieses Gebäude mal wieder platziert. Aber hier so rechts sieht das gar nicht schlecht aus. Wenn ich es dann noch ein bisschen höher mache. So als kleines Highlight im Gehege. Das ist ja sowieso unser Markenzeichen eigentlich so ein bisschen vom Park. Ist ja auch auf dem Logo drauf, die Pteranodons. In den Bergen. Deshalb will ich das hier auf jeden Fall nochmal unterbringen. Beziehungsweise vielleicht auch nochmal auf der anderen Seite. Weil wir haben hier noch so viel Platz. Ich weiß aber auch gar nicht, wie viel ich hier noch bauen möchte in dem Park. Bin ich mir noch unsicher. Ob ich noch diese Seite hier fertig mache oder dann auch noch auf der anderen Seite viel baue. Weil ich habe auch schon das nächste Parkbauprojekt im Kopf, dass ich richtig Lust habe. So, das wird jetzt mal fertiggestellt. Hier sieht es eigentlich ganz cool aus schon. Aber ich würde hier auch gerne mal... Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Vielleicht so eine Jurassic Tour oder Gyros Fernfahrt unterbringen. Da müsste ich mir dann gleich auch was überlegen. Aber wir warten erstmal, bis dann hier das Pteranodon Aviarium fertig ist. Und jetzt können wir eigentlich schon mal noch so eine Strecke planen. Vielleicht den Eingang hier auf die Seite machen dafür. Dass wir den auch so ein bisschen erhöht hier noch machen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Hier so hin. Ich denke mal, ich mache hier eine Gyros-Fernfahrt hin. Gyros-Fern habe ich halt super lange nicht benutzt. Muss ich sagen. So. Jetzt müssen wir schon mal den Streckenverlauf so ein bisschen planen. Wo der dann lang geht.
Hier so am Rand hoch finde ich gar nicht verkehrt. Hier könnten wir dann auch so einen kleinen Bereich machen, wo die Besucher, beziehungsweise die Besucher schon, aber die Dinosaurier nicht hin können. Ja, so eine kleine Rampe oder sowas. Dann hier einmal außen rum würde ich cool finden. Dann hier hinten lang. Das könnte schon interessant werden. Da können wir dann auch am Ende der Folge vielleicht mal mitfahren oder... Nee, sowas machen wir ganz am Ende am besten, wenn unser Projekt dann fertig ist. Wenn wir unsere Parkbesichtigung machen, vom fertigen Park. Der Park wird übrigens auch natürlich hochgeladen mit Mods und Modliste. Es gibt hier noch einige Gebäude, zum Beispiel hier das Aviarium gibt es noch. Das habe ich noch nicht für euch veröffentlicht. Und auch die Besuchergalerie von der Mosasaurus-Bucht oder Elasmosaurus-Bucht, diese Galerie. Die werde ich auch noch für euch veröffentlichen. Also keine Sorge, sobald das fertig ist, lade ich das alles für euch hoch, dass ihr das auch mal ausprobieren könnt. Denkt mal, ich werde die hier am Rand entlang fahren lassen. Die Strecke wird sich gleich auch noch minimal ändern, wenn ich hier Anpassung vornehme. Ich zeige euch dann mal schon mal die neue Mod, mit der wir heute dann viel arbeiten werden in dem Gehege. Die bringt nämlich einiges an Deko-Elementen hier ins Spiel. Die werdet ihr gleich auch nach und nach alle mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber es sind schon ordentlich viele. Neue Felsen, neue Büsche, neue Bäume, neue Pflanzen. Super, super interessant. Bin mal gespannt, wie das dann später aussehen wird. Ich glaube, ich mache die Strecke ja doch nochmal weg. Weil das wird wahrscheinlich dann echt im Weg sein, gerade hier in dem unteren Bereich, weil ich hier schon so rumgeschlängelt habe oder bin. Da oben kann das ruhig schon bleiben, weil da muss ich das ja so ein bisschen beibehalten. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist mit den Felsen. Könnte ich die schon kombiniert hier bauen, dass das so aussieht, als wenn die zusammengehören? Oh, das könnte man sogar machen. Das wäre ja gar nicht schlecht, dass man hier mal so einen Tunnel hat, der abgeht. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Dass man da dann durchfährt, müsste ich natürlich die Strecke nochmal so ein bisschen anpassen. Okay, das gefällt mir. Ich kann ja hier sogar auch noch ein bisschen mit Felsen arbeiten. Und auch vielleicht mal den ein oder anderen umgefallenen Baum oder Ast. Dass das möglichst interessant aussieht. Hier muss ich gleich die Kurve noch ein bisschen anpassen, dass die näher rankommt. Aber das ist schon nicht schlecht. Hier gibt es sogar so einen schrägen, umgefallenen Baum. Ja, so sieht das doch schon so aus, als wenn das darauf gefallen wäre. Oh, interessant. Und jetzt könnte man sogar versuchen, die Strecke hier drunter durchzuführen. Aber ich glaube, das wird relativ schwierig. Bin mir da aber nicht sicher. Wäre aber ganz cool. Teste ich jetzt mal. Also damit hat man schon sehr interessante Möglichkeiten hier. Hier durch den Tunnel klappt schon mal 1A. Wenn man da dann durchfährt. Ich glaube, unter dem Ding hier durch wird nicht so schön werden. Nee, das klappt nicht ganz so gut an der Stelle. Dann lassen wir das weg. Das macht aber auch gar nichts. Das können wir dann gleich noch einbauen, wo nicht gerade das Aviarium noch steht. Weil das hat natürlich auch eine gewisse Hitbox und dadurch wird es dann ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wir könnten hier auch noch mal ein paar normale Felsen einbauen. Und halt ein bisschen dunkler von der Farbe, aber das macht rein gar nichts. Wenn man das so kombiniert mit den anderen Felsen, die wir bekommen, das ist, glaube ich, schon ganz cool. Zwei verschiedene Felsfarben kombiniert sehen ja sowieso mal cool aus. Das wissen wir ja schon von Planet Zoo. Wir haben hier sogar noch so Baumstämme und. Also viele, viele Deko-Elemente, die man benutzen kann. Und vor allem auch neue Pflanzen. Die lassen das Ganze dann natürlich auch noch interessanter wirken. Das möchte ich nicht in der Ausrichtung, wenn dann so gedreht, dann sieht es ein bisschen anders aus. Das ist doch schon cool. Hier auf dieser Seite will ich das dann auch noch erhöhen.
alle Fälle. Dass wir hier dann nochmal eine natürliche Barriere bekommen. Der dann auf das Gehege schaut. So. Und hier machen wir einfach so eine Aussichtsplattform hin. Für die Besucher. Mit Weg. Und dann können wir hier schon mal planen, was da noch an Gebäuden hinkommt. Wir müssen auch noch die Strecke hier planen. Es gibt noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin möchte. Hier müsste eigentlich noch so eine Einschienenbahnstation hin. Ich glaube, ich probiere das mal so. Dann müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Wenn man hier eine Kurve fährt und das dann so macht. So ist es gar nicht schlecht. Und ich glaube, ich lasse die hier dann auch enden. Ich wüsste nämlich nicht, wo ich hier noch weiterbauen sollte mit der Strecke. Ich meine, wir könnten die hier auch noch in den Berg gehen lassen, irgendwo im Hintergrund. Aber ich lasse die jetzt erstmal da enden. Das passt, denke ich mal, schon. Dann haben wir hier sogar auch eine Wegverbindung noch, die wir dann mit einbauen können. Ich werde jetzt, glaube ich, auch noch so ein paar Felsen hier oben am Rand entlang platzieren. Da, wo dann unsere Klippen sein sollen. Weil ihr seht ja, die verformen nochmal das Land ganz schön doll. Deswegen muss ich das auf jeden Fall vorher machen. Und auch hier werde ich ein bisschen kombinieren mit den Farben. Das ganze Gehege hier kann ruhig ein bisschen felsiger sein, würde ich fast sagen. Dann haben wir hier auch mal so ein bisschen andere Optik. Jetzt wieder hier schön steil machen. Das ist immer ganz cool, wenn man das hier dann direkt runterzeichnet an den Felsen. Weil die haben eine sehr, sehr lange Textur zum Glück. Passt sich dann ganz gut an. Und vielleicht können wir jetzt sogar hier unten das auch wieder machen mit Felsen. Zumindest so gut wie es geht. Vielleicht können wir das mit dem Wasser dann auch so machen, dass ich hier ein kleines Gewässer hinmache. Und dann hier vorne nochmal. Das würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Geht jetzt allerdings nicht mehr. Ich muss, glaube ich, dann das nochmal entfernen. Dann erst das Wasser einzeichnen und dann die Felsen. Aber ich komme hier sogar relativ nah ran. Das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt könnte ich hier wieder hoffentlich Felsen reinplatzieren. Das funktioniert sogar. Ich glaube, hier mache ich dann sogar den größeren rein. Jetzt nochmal bis hier. Und dann nochmal die ganz kleinen, die ich gerade auch hatte. Dann haben wir hier schon mal eine gute Rampe. Können wir dann auch schon mal den Rand einmal anpinseln. Genau wie hier oben. Und dann nimmt das auch so langsam schon so ein bisschen Form an. Oh, finde ich schon nicht schlecht. Sieht doch schon gut aus. Dann haben wir da auch einen super interessanten Streckenverlauf. Hier wäre natürlich ein Feeder dann wieder cool. Ich weiß aber noch nicht, was ich hier hinmache. Ich glaube, ich mache hier Fleischfresser rein. Denke mal schon. Vielleicht so auf der Höhe. Dass man den gut sieht. So. Ja, macht hier natürlich wieder ein bisschen kaputt, aber das war nur minimal. Kann ich sogar wieder ranzeichnen. Sehr schön, dann haben wir den da schon mal. Hier unten können wir dann gleich auch noch einen hinmachen. Und dann reicht das eigentlich. Hier können wir auch noch mal einen kleinen Wasserbereich hinmachen. Dann noch mal ordentlich überglätten. Weil hier noch ein paar Ecken und Kanten drin sind. Aber
Aber hier finde ich die gar nicht schlecht, diesen Höhenunterschied. Den kann man hier ruhig noch ein bisschen markanter machen. Da kann man hier nämlich auch nochmal ein bisschen einzeichnen. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Die Strecke könnte dann hier entlang laufen. Dann außenrum hier vorbei. Und dann hier runter. Das ist doch perfekt. Und dann eigentlich einmal hier durch. Und dann muss die halt hier hinten wieder irgendwie hochkommen. Das kriegen wir aber, denke ich, schon mal hin, wenn wir das dann vernünftig überglätten. Aber ich werde jetzt erstmal anfangen, hier oben zu gestalten. Dann kann ich euch nämlich auch mal die ganzen neuen Sachen zeigen, die wir hier noch haben. Wir werden dann auch mal mit neuen Pflanzen arbeiten, wie zum Beispiel diesen Bäumen hier. Das ist so eine relativ schicke Dreierkombination. Ganz neuen Bäumen. Ich weiß gar nicht, was das genau für Bäume sind. Das stand, glaube ich, in der Mod-Beschreibung. Ich weiß es aber gar nicht mehr genau, weil es ist schon ein bisschen her, dass ich die Mods oder diese Mod ausprobiert habe und installiert habe. Habe ich schon ein bisschen länger geplant, die zu verwenden. Bin aber noch nicht zum Aufnehmen gekommen. Das ist natürlich mit den Hitboxen dann teilweise immer ein bisschen schwer. Aber wenn man dann gleich die ganzen Büsche und sowas noch dazu packt, dann sollte das schon wie ein cooler Wald aussehen. Hier sind auch noch andere Bäume. Eine Dreierkombination von Bäumen. Ja, die hätte ich eigentlich alle vorher platzieren müssen. Weil all diese Objekte, die ich jetzt hier verwenden möchte, sind platzierbare Objekte und verändern damit auch das Terrain. Das heißt, die Terrainarbeiten kann ich eigentlich echt erst ganz am Ende machen. Und ich kann die halt leider auch nicht überall platzieren, die Dinger. Das versuche ich, glaube ich, hier nochmal so gut wie es geht zu verstecken. So, über den Weg rüber. Dann sieht man den kaum noch. Hier ist ein Wegabschluss. Aber der ist natürlich auch nicht so schick. Und jetzt kann ich mich ordentlich austoben. Oh, die Pflanzen gibt es hier auch noch. Die sind auch cool. Ich hoffe, die kriege ich dann hier auch noch ein bisschen reinkombiniert. Abflachen nicht möglich. Das ist schlecht. Das sind dann auch so kleinere Büsche. Ich glaube, da muss man dann auch so ein bisschen kombinieren. Wenn man dann nochmal ein paar Felsen und sowas zwischenpackt. Können wir dann auch nochmal so einen großen Felsen nehmen, wenn das passt. In der anderen Farbe. Ja, das ist hier mit dem Terrain nicht so einfach. Da sind diese kleineren, glaube ich, ein bisschen einfacher zu platzieren. Sieht denn das schon aus? Oh, das sieht aber schon ganz cool aus, wenn wir dann den Untergrund auch noch ein bisschen felsiger machen. Und nicht so grün. Dann ist das, glaube ich, schon ganz cool. Jetzt können wir schon mal hier mit Büschen so ein bisschen arbeiten auch noch. Mit Büschen kombiniert sieht das schon cool aus. Mache ich das, glaube ich, noch felsiger hier. Durch die Büsche wird es halt sehr, sehr grün werden. Egal, was ich tue. Vielleicht darf ich da nicht so übertreiben mit den Büschen.
ich das dann nur an bestimmten Stellen so ein bisschen grüner mache. Ich könnte ja auch hier diese brauneren Büsche nehmen, aber ich glaube, die machen auch einen relativ grünen Hintergrund. Untergrund, nicht Hintergrund. Ja. Aber es sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Hier könnte man dann auch so machen, den Übergang. Das ist jetzt relativ viel Feinarbeit jetzt hier. Was macht super viel Spaß, mit so neuen Terrain-Sachen zu arbeiten. Es einfach dann immer komplett anders aussieht. Das ist hier auch noch zu steil. Ich mache hier, glaube ich, auch noch so ein paar normale Bäume zwischen. Weil platzierbare Objekte kann ich hier leider nicht hinplatzieren. Deshalb mache ich das dann hier in dem Bereich einfach so. Aber dann machen wir einfach hier noch ein bisschen Deko-Krams hin, wenn das passt. Ein bisschen mehr Felsen. Und vielleicht nochmal diesen einen Stock dahin. Oder kleinen Ast. Was ist denn hier? So. Und dann könnten wir sogar nochmal so ein Büschchen dahin. Mit Palmen. Und dann passt es eigentlich auch. Sieht schon interessant aus, wenn man hier lang fährt, denke ich. Schaut euch das mal an. Das sieht halt komplett anders aus. Dann hier unten drunter durch. Das ist schon cool. Also die Strecke werde ich, denke ich mal, eher so auf so einem grasigen Untergrund dann entlang laufen lassen. Denn hier im Rand kann das dann ruhig auch mal ein bisschen felsiger werden. Sieht schon nicht schlecht aus. Das jetzt in dieser Richtung überall gestalte, so, dann wird das, glaube ich, ziemlich cool werden. Hier an dieser Stelle möchte ich nochmal versuchen, mit diesem schrägen Baum zu arbeiten. Dass das so aussieht, als wenn die Strecke dann da so richtig unten drunter durchfährt. Das wäre cool. Könnte ich auch hierhin machen. So. Dann müsste man hier das Terrain auf der anderen Seite so ein bisschen anheben. Ob man das gut hinbekommt. Aber das geht bestimmt. Mal überpinseln. Ist schon nicht schlecht. Muss gleich auf jeden Fall noch übergeglättet werden, das Ganze. Dann fährt man hier schön am Rand entlang. Den Höhenunterschied, den gleichen wir jetzt hier auch noch mal ein bisschen aus. Aber das ist schon interessant. Hier wird es dann auch relativ felsig werden. Natürlich gleich auch noch ein bisschen grüner. Vielleicht, dass wir gleich noch Büsche und so platzieren. Das wird definitiv die interessanteste Fahrt, die ich jemals gestaltet habe. Bin ich mir ziemlich sicher. Einfach weil wir halt die ganzen neuen Deko-Sachen haben. Diese ganzen neuen Pflanzen und sowas, die wir noch nie vorher verwendet haben. Hier noch ein paar von diesen Bäumen hin. Wir hatten da auch noch andere Bäume. Finde ich aber teilweise ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Hier diese zum Beispiel. Deswegen verwende ich die jetzt auch nicht. Kann natürlich gut sein, dass es früher solche Bäume gab. Der hier geht sogar noch. Aber den hier finde ich ganz komisch. Hier diesen hier mit den Blättern ganz oben. Oh, hier gibt es sogar einzelne Bäume, sehe ich gerade. Das ist ja cool.
Der ist sogar relativ hoch. Sieht schon cool aus. Ich würde auch hier gerne noch ein paar Bäume platzieren. Ich habe nur Angst, dass ich mir da irgendwie was kaputt mache. Ist halt echt ein bisschen doof, dass die noch so große Hitboxen haben, die Sachen teilweise. Vielleicht kann man die dann manchmal gar nicht so gut platzieren, wie man es gerne hätte. Da muss man dann halt so ein bisschen ausprobieren und rumprobieren, dann klappt das eigentlich schon. Macht dann teilweise auch ein bisschen das Wasser kaputt, aber das ist gar nicht so schlimm. Schön noch ein paar Felsen dazwischen hauen. Hier im Rand auch. Und dann hier wieder pinseln. Sehr schön. Hier im Hintergrund auch nochmal ein paar normale Bäume rein. Soll schon so ein bisschen felsiger sein. Oh, gefällt mir aber. Sieht super interessant aus. Wenn wir da gleich coole Theropoden freilassen, das ist dann gar nicht schlecht. Was ich natürlich jetzt gar nicht bedacht habe, ist, dass ich das ganze Gehege jetzt auch noch umzäunen muss an den richtigen Stellen. Das wird natürlich gleich wieder problematisch werden mit den Bäumen und Büschen und sowas teilweise. Und auch dem Untergrund, weil der sich dadurch auch nochmal verändert. Gerade hier an solchen Stellen ist es halt doof, ne? Da werden die Bäume wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, verschwinden. Ah, es geht. Oh, Glück gehabt. Ich werde mal mein Bestes versuchen, das hier so schön wie möglich einzuzeichnen. Das Gehege. Und dann zeige ich euch mal das fertige Ergebnis, weil so spannend ist das Ganze jetzt ja hier natürlich nicht. So habe ich das Ganze jetzt abgesteckt. War ein bisschen schwierig an der einen oder anderen Stelle. Gerade hier vorne, weil ich hier so viele Felsen und sowas habe. Aber dann kann halt der Saurier im Zweifel hier vielleicht mal die Klippe so ein bisschen runterlaufen. Das macht ja rein gar nichts. Gibt es echt Schlimmeres. Aber im Groben und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden. Ich mache das jetzt alles unsichtbar, überarbeite hier nochmal ein bisschen die Übergänge, weil die werden durch den Zaun halt auch nochmal ein bisschen anders von der Optik. Und dann ist das Gehege schon mal soweit fertig.
Und hier in unserem Aviarium habe ich jetzt schon 5 Tyrannosaurus freigelassen. Einen lassen wir jetzt noch gemeinsam frei. Die kann man leider nicht benennen, also für die braucht ihr keine Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Finde ich echt schade, aber das geht leider in dem Spiel nicht. Aber die sind ja auch eher so zur Hintergrunddeko und neben Gehege. Sorgen halt ordentlich für Atmosphäre und sind echt hübsche kleine Vögel. Wir können mal kurz in die Ansicht hier gehen. Dann seht ihr schon, hier flattern die jetzt schön umher. Ich liebe das offene Aviarium ohne Käfig. Sieht so cool aus. So. Also die fliegen jetzt hier schön im Hintergrund umher. Ich muss auch sagen, dass das Gehege mir sehr, sehr gut gefällt. Und dann haben wir auch noch unsere Gyrosphärenfahrt hier durch. Wahrscheinlich super interessant ist hier unter einem Baumstamm durch. Wundert euch nicht, das habe ich nur gemacht, damit das Aviarium hier eine Wegverbindung hat. Das kommt gleich wieder weg. Hier dann unter einem Tunnel auch noch durch. Das hat schon was. Eine ganz besondere Fahrt. So, ich repariere jetzt nochmal eben das. Und dann kommt gleich hier auch noch... Oder kommen gleich die Bewohner für das Gehege, was wir heute gebaut haben. Und in das Gehege kommen... zwei... Torvosaurin. Ist auch eine Mod. Die ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die richtig cool aussieht. Sehr, sehr hochauflösend. Super interessante Maserung und Farben. Der sieht mega cool aus vom Design. Dieses blaue Auge dazu. Für die könnt ihr übrigens tolle Namensvorschläge gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann euch die Mod jetzt auch einmal hier zeigen. Torvosaurus Tannery heißt es. Ich habe jetzt hier nochmal Waldland. Das ist auch gemeinsam frei. Wir müssen gleich mal gucken, ob zwei genug sind. Weil das Gehege ist schon relativ groß geworden. Aber ich meine, der Torvo ist natürlich auch nicht der kleinste, ne? Hier sieht die Farbe auch cool aus. Finde ich auch cool, wenn die sich so ein bisschen unterscheiden. So, ich bringe die zweimal eben drüber und dann schauen wir mal, ob wir noch einen dritten freilassen. Und da kommen unsere Torvosaurin geflogen. So sieht das Ganze übrigens aus, was wir heute gebaut haben. Finde ich echt super interessant. Und ich glaube auch, dass zwei Torvos ausreichen hier. Weil die sind halt schon sehr, sehr groß. Der andere landet gleich hier oben. Dann haben wir hier auch noch die Pteranodons rumfliegen. Und da vorne fährt dann auch noch eine Gyrosphäre. Die Gyrosphärenfahrt werden wir dann, wie gesagt, am Ende machen, wenn der ganze Park fertig ist. Dann werden wir nochmal eine ausgiebige Tour machen. Aber ich glaube, das wird super interessant. Vor allem mit diesen neuen Deko-Sachen, dass man da unten durchfahren kann und sowas. Finde ich mega cool. Und auch die neue Bepflanzung. Auch die Deko-Mod ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau wie die Torvosaurus-Mod. Hier trinkt er jetzt erstmal in aller Ruhe. Und ich würde sagen, wir sind jetzt auch fertig mit der heutigen Folge. Denkt auf jeden Fall an schöne Namen für unsere zwei neuen Bewohner. Und ich hoffe, dieses Video hat euch eine Menge Freude bereitet. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Und das haben wir heute gebaut.